Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei 7 Meter, das HSG-Magazin. Heute habe ich auch wieder Kai-Uwe an meiner Seite. Hallo Kai-Uwe. Hallo Janina, hallo liebe Zuschauer. Ich bitte jetzt schon viel Entschuldigung von meiner Stimme, aber ich bin im Moment sehr stark erkältet, aber ich hoffe, dass wir diese Sendung auch so noch über die Runden bekommen. Welches Spiel haben wir denn heute für unsere Zuschauer? Ja, heute haben wir das Spiel von deiner Mannschaft im Prinzip, wo du zusammen mit der Laura Berg trainierst, und zwar unsere weibliche E-Jugend, die am Wochenende die Kasseler und Simmern 1 zu Gast hatte in unserer berufsbildenden Schule. Ja, dann jetzt viel Spaß mit der Zusammenfassung. Ja, wie bereits angekündigt, hat jetzt unsere weibliche E-Jugend am vergangenen Wochenende Kasseler und Simmern 1 zu Gast gehabt. Bevor ich jetzt aber kurz zu dem Bericht komme oder die Ausschnitte gerade kommentiere, möchte ich nochmals meine Stimme entschuldigen, weil ich sehr stark erkältet bin, aber ich hoffe, das geht auch in dieser Zeit jetzt. Ja, unsere weibliche E-Jugend steht zwar leider Gottes in der Tabelle relativ unten, aber ich denke, und ich trainiere ja selber die männliche E-Jugend, da zählt nicht unbedingt Tabellensituation oder Tabellenstand, sondern man liegt halt als Trainer oder Trainerin, in dem Fall ist die Janina Rau und die Laura Berg, die Schwerpunkte halt auf Passspiel der Spielerin, dann auf Schlagwurf, den man halt übt. Und diese ganzen Dinge versucht man natürlich dann im Spiel umzusetzen, natürlich auch mit dem entsprechenden Erfolg vielleicht. Also Torwurftraining machen, Tormanntraining machen. Das ist also die Übung, die man in einer E-Jugend macht. Und wenn man das einigermaßen umgesetzt bekommt im Spiel, dann ist natürlich die Begeisterung sehr groß in dem Alter von den Kindern. Die sind alle zwischen 9 und 10 Jahre. Und die Trainingsbeteiligung, habe ich mir auch sagen lassen, ist sehr gut. Die haben also zurzeit 12 Spielerinnen zur Verfügung, die auch weitgehend alle immer da sind. Also die Einstellung der Spielerinnen ist da. Die Kinder sind, wie gesagt, begeistert. Und man freut sich natürlich über jedes Tor, was man geworfen hat, wenn der Erfolg da ist. Auch wenn man natürlich mit Laura Riotte eine Spielerin hat in den Reihen, die ein klein bisschen dominant ist, die halt das Spiel gern an sich zieht. Aber auch die anderen Spielerinnen versuchen halt jetzt ihren Erfolg zu machen. Man hat also auch im Spiel gesehen, man hat mittlerweile 3, 4 Torschützen jetzt in dem Spiel gewonnen. Und die anderen kommen auch so langsam und die Leistungsbereitschaft ist, wie gesagt, ganz schön da. Man hat auch hinten im Tor mit der Miken Schiffer eine gute Torfrau erwischt, die also sehr gut hinten im Tor steht, die auch viele Bälle in dem Spiel pariert hat. Die Mannschaft hat zwar im Hinspiel gegen Kastelauen sehr deutlich verloren, aber man hat jetzt schon versucht, im Rückspiel einigermaßen das Spiel offen zu gestalten, beziehungsweise, und hat es auch geschafft. Man war zur Halbzeit nur 5:4 zurück. Man hat über den Kampf ins Spiel gefunden. Man hat sehr gut in der Abwehr gestanden. Die Torfrau, wie gesagt, hat von uns gut gehalten. Und das Spiel war sehr ausgeglichen. Es war also die ganze Zeit auf engem Niveau. Die zweite Halbzeit konnte man das ebenfalls umsetzen. Und die Mannschaft hat, wie gesagt, bis zum Schluss gekämpft und leider Gottes unglücklich nach meiner Meinung verloren. Aufgrund des Kampfes war ein Punktgewinn verdient gewesen. Man hat leider zwar 10:9 verloren, aber hat sich ordentlich gesteigert gegenüber dem Hinspiel. Also auch in dieser Mannschaft steckt viel Potenzial. Es gehen zwar die meisten Spielerinnen nach dieser Saison in die D-Jugend, aber trotzdem, die Ansätze sind sehr gut und wie gesagt, Spielerinnen alle motiviert. Und man kann der Mannschaft und beziehungsweise auch der Janina mit der Laura wünschen, dass sie mit der Mannschaft noch viele Erfolge einfahren können, noch viel gute Arbeit leisten können und dann wird sich auch der Erfolg über Dauer einstellen. Ich wünsche von unserem Team aus und der Mannschaft viel Erfolg für die Zukunft und alles Gute. Ja, danke Kai-Uwe für die Zusammenfassung von dem Spiel von meiner weiblichen Ja, E-Jugend. bitte, Janina. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, tschüss! Tschüss.